Marco, Bulli, Stefan und Marc kennen sich von Kindesbeinen an. Gemeinsam wuchsen sie in Marzahn auf, einem Plattenbaubezirk im Berliner Osten. Mädchen sind für sie vor allem eines: leicht zu haben. Du musst eigentlich gar nicht viel machen. Du trinkst einfach mit denen was und unterhältst dich nicht mit denen. Da schnappst du dir ein bisschen was aus, so, das läuft eigentlich. Das ist eigentlich ganz primitive Masche, aber es funktioniert eigentlich. Aber es ist natürlich dann nie was Festes. Es ist dann immer nur, eigentlich, die Mädchen wissen dann selber, okay, der sieht dann ja nicht mal so schlecht aus. Kohle hat er auch noch bei. Wenn ich jetzt Spaß haben will mit ihm noch, vielleicht so ein bisschen mit ihm später nach Hause gehen, so. Also lässt er sich lieber auf den ein, so, als wenn sie weitergehen würde und sitzt abends alleine zu Hause. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch noch Style bei Frauen. Also, ihr seid ja, wenn ich jetzt meine Bling-Bling-Uhr noch um hätte, weißt du, so, und dickes T-Shirt, sehen sie gleich, okay, Kette, so wie bei dir jetzt Silberkette, weißt du, Silberuhr, okay. Ja, er hat mich noch zum Drink ein, das kann auf jeden Fall noch was werden für mich, so, weißt du. Also ich sag nicht, dass es immer was rausspringt. Es muss immer was rausspringen für die Frau. Es ist immer so, es muss sich immer lohnen. Wenn ich sag nicht, dass alle so sind, so, weißt du, aber viele, vor allen Dingen hier in Berlin, viele sind so auf jeden Fall drauf. Ja. Ich guck viel nach dem Aussehen und so. Dann der andere, der guckt nur auf den Arsch, so. Das ist echt, manchmal gibt es echt krasse Sachen. Und er hier ist so ein Spezialist, dem ist das meistens scheißegal, solange die nicht zu fett ist oder nicht zu hässlich. Oder nicht zu hässlich. Dann macht ihr das auf jeden Fall noch klar. Er sagt sich, eine Muschi hat kein Gesicht, so, und damit hat sich das erledigt. Meine Eltern, was sie mir früher so versucht haben zu erklären, so, dass es alles nur mit Liebe zu tun hat und so, das ist eigentlich nur noch so eine Beschäftigung, wie Spaß haben. Ja. Wenn ich in eine Diskothek gehe und da ein Mädchen sehe und die toll finde, dann liebe ich die ja nicht oder habe jetzt extreme Gefühle für sie. Sondern ich finde sie einfach nur attraktiv und denke mir, oh, mit der könnte, wäre bestimmt schön, wenn ich mit der so eine Stellung mache oder so mit der schlafe oder so. Ja, und deswegen versucht man sie dann auch so zu weit zu kriegen. So. Das hat aber auch sehr viel was mit Coolness heutzutage zu tun, oder nicht? Nee, nicht Coolness. Natürlich, verstehst du, stell dir mal vor, du übergeilen Muschi, verstehst du, Mann? Da würdest du dich auch freuen, Alter. Natürlich, ja, aber was hat Sex nicht mit Coolness zu tun? Sex ist einfach nur eine pure Befriedigung geworden, einfach nur Volkssport. Das kannst du sagen, ist Volkssport geworden, Mann. Jeder will ficken, Alter. Ey, ob aus Liebe oder einfach das nur war so, aber schon verstehst du? Naja, nicht immer. Na doch, Alter. Natürlich seit der Steinzeit, ansonsten hätten die Menschen sich nicht fortgepflanzt. Willst du mir erzählen, Alter? Du lernst eine Olle kennen, du kennst sie gar nicht richtig. Weißt vielleicht nach zwei Minuten gar nicht mehr ihren Namen, weil du so besoffen bist. Du weißt nicht mal ihren Namen von der Frau allein, Alter. Aber es geht auf jeden Fall klar, weißt du, und du kannst mit ihr ficken. Und das ist ja auch wirklich dann irgendwo Sinn und Zweck der ganzen Geschichte gewesen.